1974. Die gewerbliche Rheinfischerei gehört weitgehend der Vergangenheit an. Gerade noch zwei Fischer nutzen ihre Schocker für den Aalfang, da dieser robuste Wanderfisch trotz der zunehmenden Wasserverschmutzung immer noch rheinabwärts zieht. In den 20er und 30er Jahren entwickelte sich die Schockerfischerei, um die Jahrhundertwende von niederländischen Lohnfischern eingeführt, zu der wichtigsten Fangmethode für den gewerblichen Fischfang. Unterhalb der Erftmündung bei Grimlinghausen liegt das Fangschiff von Simon Wirz an seinem Standort. Bei der anstrengenden Arbeit auf dem Fangschiff arbeitet Simon Wirz mit seinem Sohn Wilhelm zusammen, der ebenfalls das Fischerhandwerk erlernt hat, es heute jedoch nur noch im Nebenerwerb ausübt. Drahtseile verbinden das Fangschiff mit dem Ufer und mit einem Anker im Fluss. Aalschocker haben keinen eigenen Motorantrieb und nur mit der Ankerspill, einer Seilwinde im Bug des Schiffes, können die Fischer das Boot bewegen. Wilhelm Wirz verkürzt den Vordraht, um den Schockerstrom aufwärts an den Fixpunkt heranzuziehen und hier die Spanndrähte des Schockernetzes mit einem Schlipphaken zu befestigen. Mit dem Zugseil am Sperrbügel können die Fischer den Haken, das Schockerschloss, öffnen und die Halterung der Netzbäume vom Schiff aus jederzeit lösen. Zusätzlich befestigt der Fischer das Schockerschloss am Bugdraht des Fangschiffes. Am Mast hängen Reuse und Schockernetz, die sogenannte Ankerkeul. Erst kurz vor dem Fang verbinden die Fischer beide Netzteile zum Fangnetz. Simon Wirz hat das Ende der 5 Meter langen Schlussreuse der eigentlichen Fanghülle geschlossen. Die spitz zulaufenden Kehlen im Innern des Netzzylinders versperren den Fischen den Rückweg. Die 12x6 Meter große Öffnung der Ankerkeul sitzt zwischen den Netzbäumen. Bei abnehmender Maschengröße verjüngt sich die 30 Meter lange Ankerkeul zu einem 60 cm weiten Netzhals, an den die Fischer die Reuse mit Besetzknoten anknüpfen.
die Fangeinrichtung möglichst unbehelligt vom Schiffverkehr einsetzen zu können, hängt sie bei den meisten Schockern an der uferzugewandten Bordseite des Schiffes. Nur unter günstigen Bedingungen können die Fischer auf der anderen Seite ein zweites Netz anbringen und so den Fangertrag steigern. Haltedrähte laufen über Rollen an der Mastspitze zu den Seilwinden im Bug des Schockers und verbinden sie mit der Ankerkeul und den Netzbäumen. Wilhelm Wirz lässt die Haltedrähte der beiden Fangbäume zu Wasser. Vier Seile sitzen an den Enden der Netzbäume und vereinigen sich zu den zwei Hauptseilen, die zu Beginn des Fangmanövers mit dem Fixpunkt der Schockerverdrahtung verbunden wurden. Mit der Seilwinde senkt der Fischer die Netzbäume. Schocker werden ausschließlich nachts für den Aalfang eingesetzt. Tagsüber müssen sie dem gewerblichen Frachtverkehr weichen und liegen, wie hier im Bild, nahe dem Ufer verankert. Im Trick sehen wir nun, wie die Fischer den Aalschocker bewegen können. Ein System von Drähten verbindet Schiff und Land. Vordraht, Vorausdraht und Ankerkette laufen im Fixpunkt zusammen. Die direkte Verbindung zwischen Schiff und Ufer stellt der Landdraht her. Der Vordraht ist der wichtigste Teil des Manövriersystems eines Aalschockers. Durch Einholen oder Ablassen des Vordrahtes und des Landdrahtes können die Fischer die Position des Schiffes verändern. Lassen Sie den Vordraht und den Landdraht ab, treibt der Aalschocker mit der Strömung in seine eigentliche Fangposition. Gleichzeitig schwenken die Netzbäume, die ebenfalls mit dem Fixpunkt verbunden sind, quer zur Strömung aus. Zwischen ihnen hängt während des nächtlichen Fangmanövers das kegelförmige Netz weit aufgespannt in der Strömung des Flusses. Wilhelm Wirz löst den Bugdraht. Das Schiff treibt mit der Strömung flussabwärts. Die Netzbäume schwenken in ihre Position. Eine Einfassung aus starkem Draht umrahmt die Öffnung der Ankerkeul. Nur die Eckpunkte der Drahteinfassung sind an den Enden der Netzbäume befestigt. Damit das Netz möglichst gleichmäßig über den Rand des Schockers gleiten kann, müssen die Fischer die Ankerkeul auf der Bordwand des Schockers aufsetzen. Thank you.
Bevorzugte Schockerfangplätze liegen in der starken Strömung am äußeren Rand einer Flussbiegung. Bei ihrer Wanderung zum Meer lassen sich die Aale mit der Strömung zu Tal treiben und können hier besonders erfolgreich gefangen werden. Wilhelm Wirz prüft, ob sich die Schlussreuse beim Auswerfen nicht mit der Strömung gedreht, das heißt geschlossen hat. Mit dem Leitseil können die Fischer die Schlussreuse in der Strömung leicht wiederfinden. Wilhelm Wirz löst die Haltedrähte der Netzbäume auf dem Schiff und senkt so die obere und untere Begrenzung der Ankerkeul in ihre Fangstellung ab. Der Oberbaum hängt knapp unter der Wasseroberfläche. Der Unterbaum in 6 Meter Tiefe unmittelbar über dem Flussgrund. Die Öffnung der Ankerkeul zwischen den Netzbäumen ist jetzt weit aufgespannt. Die Strömung strafft den Netzkegel und treibt die Aale in die Reuse am Ende der Fanghülle. Seit der Mitte des letzten Jahrhunderts entwickelte sich der Rhein zu einer der größten Wasserstraßen Europas. Der Frachtverkehr verdrängte die Berufsfischer und zwang sie, die Fahrrinne am Tag möglichst frei zu halten. Seitdem nutzen die Fischer bevorzugt die Nachtstunden für den Aalfang. Erst mit dem Setzen der Positionslichter über den Netzbäumen und dem Bug des Schiffes haben die Fischer die Vorbereitungen für den nächtlichen Fang abgeschlossen. Noch Ende der 60er Jahre waren die Schocker gleichzeitig Arbeitsplatz und Wohnraum der Fischer. Seit der Anschaffung der Fiat Voluntas, die nur als Fangschiff eingesetzt wird, lebt Simon Wirz auf seinem Wohnschiff im Hafen bei Neuss, während der Sohn mit seiner Familie ein Haus am Rheinufer bewohnt. Im Morgengrauen, kurz bevor die Schifffahrt ihren Betrieb wieder aufnimmt, beginnt die Arbeit der Fischer. Wie die meisten Schockerfischer hat Simon Wirz einen Motor als Antrieb der Seilwinden einbauen lassen. Der untere Netzbaum wird angehoben. Die Öffnung der Ankerkeul schließt sich. Hinter dem Spülbrett bildet sich ein starker Wasserwirbel, in dem sich Treibgut sammelt.
Die Fischer müssen die Reuse am Ende des Fangsacks bergen, bevor sie die Ankerkeul an Bord des Schockers hieven. Wilhelm Wirz hat sich am Leitseil bis an das Ende des Keulnetzes treiben lassen. Er verbindet das Netz mit einer Seilwinde an Bord des Schockers und hebt den Fangsack zunächst an. Reinverschmutzung und Erwärmung des Flusses durch die Industrie ließen schon zu Beginn des Jahrhunderts die begehrten Wanderfische wie Lachs und Stör ausbleiben. Der Aal, widerstandsfähiger als andere Fischarten, kommt jedoch auch bei stark belastetem Wasser noch vor. Die Berufsfischer konnten ihren Lebensunterhalt durch die neu eingeführte Schockerfischerei sichern. Die Aale steigen als Jungfische den Rhein hinauf. Dort bleiben sie circa 6 Jahre, bevor sie stromabwärts an ihre Laichplätze vor der mittelamerikanischen Küste zurückziehen. Mit den Schockern fangen die Fischer nur die ausgewachsenen, meerwärts wandernden Aale ab. Die Aale gehören zu den sogenannten Brotfischen, deren Verkauf die Existenz der Berufsfischer sicherte. Neben den Brotfischen verfangen sich Weißfische, der sogenannte Beifang im Netz. Sie lassen sich schon lange nicht mehr als Speisefische absetzen. In dem Hälterkasten des Nachens bleiben die Aale so lange am Leben, bis sie an Land verarbeitet werden. Der Rhythmus der Arbeit bestimmte den Alltag der Fischer auf dem Schiff. Am Tag, während die Männer die Fangeinrichtung warteten und für den nächsten Einsatz vorbereiteten, übernahmen die Frauen Verarbeitung und Vertrieb der Fische. In den 30er Jahren erstreckte sich das Verkaufsgebiet der Familie Wirz bis nach Duisburg. Auch auf dem Schocker können die Fische lebend gehältert werden. Bevor die Fischer die Ankerkeul an Bord hieven und zum Trocknen an den Mast des Schockers hängen, reinigen sie die Maschen des Netzes für den erneuten Einsatz am Abend. Bei Hochwasser und bei extremer Verschmutzung des Rheins müssen die Fischer das Schockernetz während der Nacht zusätzlich heben und säubern. Außer dem im Strom mitgeführten Treibgut
setzen sich auch feine Schwebestoffe am Maschengarn fest. Früher hauptsächlich abgeschwemmte Erde. Seit den 50er Jahren kamen die Chemikalien und Abfallsubstanzen der Industrieabwässer hinzu. Zum Säubern des Netzes nutzen die Fischer den Wasserwirbel hinter dem Spülbrett. Hierzu hängen sie das zusammengeschlagene Schockernetz außen an die Bordwand des Bootes. Der Wasserdruck hinter dem Spülbrett schwemmt den Schmutz aus den Maschen heraus. Seitdem die Fischer für die Herstellung der Ankerkeul Nylon anstelle der Hanfgarne verwenden, halten die Netze statt 2, 5 Jahre. Simon Wirz nutzt die Zeit, wenn der Schocker im Hafen liegt, um ein neues Fangnetz anzufertigen. Das langgezogene, kegelförmige Schockernetz muss von Hand gestrickt werden. Wilhelm Wirz löst jetzt die Verbindung zwischen den Fangbäumen und den Vorausdrähten des Schockers. Mit gezielten Schlägen auf das Zugseil öffnet er das Schockerschloss im Fixpunkt der Verdrahtung. Die Netzbäume treiben in ihre Ausgangsposition zurück. Damit sie beim Anschlagen die Bordwand des Schiffes nicht beschädigen, hält sie ein Bootshaken am Heck des Schockers auf Abstand. Unterstützt durch den Hilfsmotor ziehen die Fischer den Schocker in die Ausgangsposition zurück. Die Strecke, die sie dabei stromaufwärts zurücklegen, beträgt ca. 30 bis 35 Meter. Nur während der Fangsaison von Mai bis November liegt der Schocker im Rhein verankert. Im Winter schleppen die Fischer das Fangschiff in den Hafen bei Neuss. Die Ankerkette bleibt auf dem Flussgrund liegen und im Frühjahr vertauen die Fischer das Boot erneut an seinem Standort. Selbstständige Familienbetriebe, die das Fischerhandwerk seit mehreren Generationen ausübten, waren charakteristisch für den unteren Niederrhein.
Erfahrung und Fertigkeit im Umgang mit den unterschiedlichen Fanggeräten konnten bei der gemeinsamen Arbeit erworben werden. Erst in den 30er Jahren wurde die Binnenfischerei ein Lehrberuf mit dreijähriger Ausbildungszeit. Seit den 50er Jahren verschlechterte sich die Wasserqualität des Rheins dramatisch. Ganze Fischarten starben aus. Die Fischer mussten in andere Berufe abwandern. 1969 vernichtete eine Giftwelle innerhalb weniger Tage fast den gesamten Fischbestand des Mittel- und Niederrheins und besiegelte das Schicksal der gewerblichen Rheinfischerei. Trotz allem hält Simon Wirz bis heute an dem erlernten Handwerk fest. Nur noch nebenberuflich unterstützt Wilhelm Wirz seinen Vater bei der Arbeit auf dem Schocker.